Hallo zusammen, ich begrüße euch zum nächsten Blaser Kids Club Video. Heute assistiert mir die Juli, sie hilft mir, die Übungen euch vorzumachen. Wir werden am Anfang uns ein bisschen warm machen, dann werden wir kräftigen, bisschen Gleichgewicht, Stabilität und dann, ja, sodass ihr auf jeden Fall 20 Minuten gut etwas euch bewegt. Ich wünsche euch viel Spaß. Genau, vorab wichtig ist, wie beim letzten Mal auch, die Mädels haben auf jeden Fall ein Haargummi. Haare müssen zu sein. Es darf kein Kaugummi im Mund sein. Holt euch was zum Trinken und am besten ihr habt eure Sportschuhe oder Turnschuhe, die ihr sonst in der Schule anhabt, also saubere Schuhe an. Und dann wünsche ich euch viel Spaß zu Hause. Okay. Los geht's. Und wir bewegen uns erstmal los. Knie ein bisschen anheben. Arme locker mit. Jawohl. Dann werden die Knie ein bisschen höher. Wir brauchen etwas mehr nach oben. Sehr gut. Und wieder nochmal. Kleine Bewegung. So, wir hüpfen. Machen uns ganz locker von rechts nach links. Jawohl. Arme mal locker auslockern. Okay, vier Fersen hinten an. Hier die Hände hin und dann die Ferse zum Popo. Jawohl, noch vier, drei, zwei, eins. Okay, wir bleiben auf dem linken Bein stehen. Vielleicht kennt ihr die Übung vom vorigen Video schon. Wir führen das Bein hoch und wieder tief. Jetzt versuchen wir aber nicht abzusetzen. Sehr gut, Juli. Noch fünf, vier, drei, zwei und noch einen. Hey, klasse, sehr gut. Anderes Bein auf rechts stehen, linkes Bein bleibt oben und wir ziehen hoch und wieder tief. Wundert euch nicht, es gibt immer eine Seite, die besser läuft und bei der anderen müssen wir vielleicht mal absetzen. Gar nicht schlimm. Noch viermal. Drei, zwei, eins und absetzen. Gut. Hier, bewegen uns wieder. Rechtes Bein nach vorne, linkes Bein ein bisschen nach hinten und wir machen so einen Scherzsprung. Einfach mal vor, zurück, abdrücken. Jawohl. Und wir nehmen die Hände mit und boxen nach vorne. Richtig Energie. Zack, zack. Jawohl. Vier, drei, zwei. Und wieder, wir hüpfen weiter. Ich bin mal froh, dass wir keine Hausaufgaben, keine Vokabeln lernen müssen. Alles lockern. Okay, wir springen nur auf dem linken Fuß. Nur links hoch. Nur auf dem linken. Wer schafft es? Jawohl. Drei, zwei, eins. Wir wechseln. Nur rechts. Jawohl, gut. Wir nehmen die Beine, öffnen und schließen. Sehr gut. So was von Synchron hier. Okay, wir überkreuzen. Einmal vorne, einmal hinten. Vorne, hinten. Vorne, hinten. Jawohl. Drückt euch seitlich ab. Vorne, hinten. Vorne, hinten, vorne oder über vorne, wie ihr seht. Immer einmal rechts vorne, links vorne. Jawohl, gut. Mal kurz Pause. Wir gehen nach unten in den Langstütz. Stützt euch ganz ab. Jawohl.
zur rechten Schulter. Ich gehe ein bisschen weiter. So. Genau. Hier in den Wechsel. Hoch. Hoch. Vier. Achtung. Zählen wir jeden zweiten. Drei. Sehr gut. Zwei. Ja, einmal absetzen. Aber wir werden nochmal eine Übung machen. Jetzt sind wir ja ein bisschen die Älteren sind jetzt dran. Okay, nochmal in den langen Schritt. So, jetzt berühren wir nicht die Schultern. Guckt einmal kurz zu, sondern ihr berührt euer Knie. Aber immer diagonal. Das bedeutet, die rechte Hand, Popo hochschieben, berührt das linke Knie, wieder absetzen. So, jetzt macht ihr mit. Achtmal. Eins. Zwei. Ja. Drei. Und immer den Popo nach hinten schieben müssen. Vier. Jawohl. Und fünf. Sechs. Zweimal. Komm, nochmal. Sieben. Einmal noch. Oh, absetzen. Puh. Das schön, gell? Kommen wir ein bisschen in Puste. Wir bleiben nochmal hier. Eure Hände wieder unterhalb der Schulter. Auf geht's. Wir machen keine Pause. Ich rutsche ein bisschen weiter hinten, dann sieht man es besser. Macht es spontan, also gerade zum Körper. Jawohl. So, ihr nehmt das rechte Bein in die Strecke. Und jetzt versucht ihr mal, den linken Arm nach vorne. Jawohl. Kopf bleibt unten, gar nicht schlimm, wenn ihr merkt, oh, es funktioniert nicht. Hand kurz nach unten. Wir halten immer, absetzen, andere Seite. Erstes Bein in Streckung. Und dann den Arm nach vorne. Bleibt so. Achtet dabei drauf, dass ihr mal euren Arm gerne auf Ohrläppchenhöhe bringt. Und halten, hier wird es spannend, nämlich. Jawohl. Absetzen. Bleibt dabei, wir machen es nochmal. Rechtes Bein wieder strecken. Linkes Bein durch die Ärmel heran. Rechtes Bein nach hinten. Sehr gut. Hier nicht ins Hochkreuz. Jawohl. Kopf bleibt unten. Guckt nach unten. Der Daumen zeigt zur Decke nach oben. Wir halten. Drei, zwei, eins. Und noch einmal die andere Seite. Nochmal. Linkes Bein nach hinten. Jawohl. Gleichgewicht halten. Und nach oben. Perfekt, Juni. Schön auf Ohrläppchenhöhe. Prima. Und halten. Drei, zwei, eins. Super gemacht. Prima. Okay, wir bleiben einmal so auf den Knien. Oberkörper ist nicht. Und jetzt kreist ihr mal wirklich die Schultern richtig hoch und weit zurück. Gerade wenn ihr wieder am Tisch sitzt, dass ihr nicht immer nach vorne, sondern ruhig mal ab und zu zwischendrin hochziehen. Jawohl. Und jetzt legen wir noch eins drauf. Jetzt ziehen wir die Schultern zu den Ohren und sagen einfach keine Ahnung. Genau. Hochziehen und das ganz locker. Und hoch. Und noch zweimal. Hoch. Und einmal. Und okay, wir stehen wieder auf. Wir haben auch eine, wir haben zu Beginn vergessen zu sagen, am besten ihr habt ein Seil, sonst drückt ihr kurz auf Pause, holt euch ein Seil oder ein Handtuch, irgendwas ganz Schmales und legt es bei euch einfach auf den Boden. Ne? Jawohl. Okay, wir beginnen und zwar machen wir genaue Wiederholungszeit. Erst kurz zugucken, ich mache die Übung einmal vor und wenn ich sage los geht's, dann machen wir es ja alle zusammen nach. Und zwar springen wir von rechts nach links mit beiden Beinen. Zehnmal und wir zählen immer, wenn wir hier wieder ankommen. Also das hier ist eine Bewegung. Okay? Also, Beine zusammen, zehnmal, los geht's. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Ja, sehr gut. Okay, wir drehen uns mit Bauchnabe einmal. Genau, ihr könnt die Hände auch gerne hier positionieren. Gleiches Spielchen, ich mache es einmal wieder vor. Wir springen vor und zurück. Ist wieder eine Wiederholung. Okay? Und los geht's. Eins. Drei. Vier. Fünf. Sieben. Acht. Neun. Zehn. War easy, oder? Also machen wir es schwerer. Wir nehmen das linke Bein nach oben. Wer Seitenstechen bekommt, setzt einfach mal kurz aus, atmet mal schön tief ein und aus, bringt was und setzt dann wieder ein. Gell? Nicht wundern, kann manchmal passieren. Linkes Bein.
Links. Okay, ich zeige es einmal wieder. Wir springen links und rechts. Wenn ihr dann absetzen müsst, absolut in Ordnung. Versucht aber euch mal zu steigern, dass ihr vielleicht mal zweimal nacheinander müsst. Okay? Also, dann probieren wir. Wir machen mal trotzdem Stick. Okay? Und los geht's. Jeder auf sein Tempo. 2, 3, 4. Genau, man kann auch mal zum Beispiel so einen Doppelsprung machen. Auch das ist völlig okay. Das ist sogar gut, wenn das Bein dann oben bleibt, doppelt. Aber das ist schon anstrengend, da merkt man ganz schön was in der Wade. Andere Seite, rechtes Bein. Ich zeige euch nochmal kurz den Doppelsprung. Lieber das Bein oben lassen und ihr springt hier doppelt. Das ist mal, ja, gell? Anstatt, dass ihr immer absetzen müsst. Probieren wir. 10 Stück, einmal nach und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, jawohl, 9, jawohl, jetzt war um 10 schon rausgekommen. Gut gemacht. Jetzt überlege ich gerade noch, ob wir eine schwierige machen. Ja, wir machen zumindest noch eine so. Wir gucken uns einmal nach vorne, kleine Sprünge, aber nur vorne auf den Zehenspitzen. 10 Mal, einmal nach dem Auspowern. Und los geht's. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Leute, einmal rauskommen, hat man verloren. Jetzt ist man zu hart. Okay, die Tubes tun wir weg. Wenn ihr zu Hause, ihr müsst jetzt nicht so einen großen wie wir haben, wenn ihr zu Hause einen Tennisball habt, ein Golfball reicht auch. Obwohl, Golfball ist, vergesst, was ich gesagt habe, nehmt lieber einen Tennisball und sonst ein kleines Kissen, ne? Weil der Ball kann auch runterfliegen, deswegen lieber was Weiches. Ich möchte an der Stelle nochmal sagen, ich zeige euch die Übungen mit dem Hochwerfen. Bitte nur so ein bisschen hochwerfen, weil sonst kann es sein, dass ihr die Basen im Wohnzimmer abräumt. Deswegen kleine Bewegung, erstmal zugucken. Und zwar, Juli und ich, wir stehen auf eurem linken Bein. Linkes Bein. So, erstmal nichts mit werfen, sondern wir versuchen den Ball unter den Beinen durchzugeben. Das Bein nach unten zu nehmen. Sehr gut. Und wieder nach oben. Wieder tief. Und wieder hoch. Noch 5 Mal. 5, 4, sehr gut. 3, 2, na. Wir bleiben, einmal abstellen. Nochmal das Gleiche und zwar übergebt ihr jetzt den Ball innen durch, nach oben, drauf und wieder nach unten. Und versucht aber das Bein nicht abzusetzen, wenn ihr es schafft. Wenn es noch ganz unbekannt ist, setzt ihr einmal ab, übergebt das Ganze und wieder. Okay? Nochmal 8 Mal. Und übergeben. Und oben lang machen, über dem Kopf und wieder ab. Jawohl. Und hemp. Super. Noch 4, 3. Bin ich rausgekommen. 2. Jawohl. Okay, lösen. Ich merke, das ist ein bisschen im Popo. Okay, rechtes Bein bleibt. Ball rechts einfach durchgeben. Bein ein bisschen tief. Jawohl. Und wieder hoch. Und wir nehmen das Bein tief und versucht das Gleichgewicht zu halten. Jawohl. Hemp. Noch 4 Mal. 4. Machst du sehr gut. 3, 2. Zu leicht für Juli. Wir legen eins drauf und wir strecken uns oben. Übergeben wieder unten. Und ja. Hemp. Noch 7, 6. 5, 4, 3, 2, jawohl, auslockern. Eine Abschlussübung, jetzt kommt das Werfen. Ich zeige es einmal kurz zugucken, danach. Ihr bleibt auf dem linken Bein, das rechte winkelt ihr nur ein bisschen an, werft den Ball ein bisschen hoch und klatscht einmal. Also, wir machen es nach. Linkes Bein, rechtes Bein ein bisschen anwinkeln. Jawohl, super. Wir werfen den Ball
Jawohl, prima. Gut gemacht. Zack. Jetzt Popo anspannen, Bauch wird angespannt. Noch 3, 2, 1. Vielen Dank. Sehr gut. So, ich hoffe, daheim hat es Spaß gemacht. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.